Phil, ich habe vor allem zur ersten Halbzeit ein deutliches Chancenplus auf eurer Seite gesehen. Wie hast du das gesehen? Ja, absolut. Also als erstes mal Respekt an auch die gesamte Spielzeit, wie wir aufgetreten sind, mutig und fußballerisch auch. Ich meine, auf den Platzbedingungen haben eher wir die Situation angenommen und das Spiel auch bestritten. Hab 3, 4 richtig gute Chancen vorne gesehen. Bitter natürlich, dass du so abgestraft wirst, quasi nach 20 Sekunden 0-1 in Rückstand zu geraten. Trotzdem ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wie hier geackert wird. Bitter halt, dass das Ergebnis dann im Endeffekt wieder negativ für uns aussieht. Das Tor gleich zu Beginn, kannst du dazu ein paar Worte sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich war nicht einmal in der Nähe des Balles, da hat es schon eingeschlagen. Mit dem ersten Ball direkt unsere letzte Linie überspielt und den Ball in die Mitte, dann springt ihm der Abpraller vor die Füße. Ich meine, ist natürlich unglücklich, aber ob das jetzt in der 20. Sekunde oder in der 20. Minute passiert, ist eigentlich egal. Wichtig war für mich, dass wir das einfach so angenommen haben, wie es war und dann ein sehr gutes Spiel gezeigt haben. Darum ging es. Die rote Karte war sicherlich eine Schlüsselszene. Wie hast du die Situation gesehen und wie beurteilt zu sehen? Also, dass es als erstes mal faul ist und faul außerhalb des Strafraums, ist klar. Ich sehe es so, dass Stefan Müller, unser Innenverteidiger, auf mindestens gleicher Höhe ist und ohne weiteres sowieso noch hätte eingreifen können. Hat man ja auch gesehen, als er den Ball abgelaufen hat. Sehr harte Entscheidung. Das war natürlich ein bisschen der Knackpunkt, dass wir die zweite Halbzeit dann auch nicht mehr so offensiv quasi gefährlich werden konnten. Schade. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass der Schiedsrichter solche Entscheidungen fällt. Das ist in seinem Ermessensraum. Aber das Auftreten danach war ein bisschen schade. Ich habe es vor allem nach der roten Karte, ich weiß nicht, ob es zusammenhängt, viele lange Bälle gesehen. Da hat sich das Spiel verändert. Hing es mit der Unterzahl zusammen? Ja, irgendwo schon. Kann es jetzt nicht so bewerten. Die Idee, dass wir im Zentrum das Ding ausspielen mit einem Mann weniger. Der Alexander Schoch musste raus, mein Kollege auf der 8. Von dem her, ja, war das ein bisschen so dem Spiel geschuldet, vielleicht auch den anderen Umständen. Ja, war sicherlich nicht abgesprochen so. Es war jetzt mein Eindruck ist der, dass das eins von vielen Spielen in der Saison war, wo ihr gut gespielt habt und trotzdem mit leeren Händen am Ende dastand. Ist es, wie siehst du das? Ja, richtig. Und am Ende können wir uns nichts kaufen davon, dass wir hier stehen und sagen, dass es guter Fußball war. So langsam wird es Zeit, dass wir die Cleverness reinkriegen, auch die Präsenz so ein bisschen. Präsenz in den Zweikämpfen, Präsenz vorm Tor. Wahrscheinlich muss aber auch einfach nur der Knoten mal platzen. Und ich bin guter Dinge, dass wir das in den nächsten Spielen auch hinbekommen. Das war jetzt das erste Spiel nach der Winterpause, das erste Heimspiel. Was habt ihr oder unter welchem Motto steht jetzt diese Rückrunde? Unter welchem Motto? Ist ganz einfach. So viele Punkte sammeln, wie es geht, damit wir möglichst viele Mannschaften hinter uns lassen. Und darum geht's. Und so sehe ich es persönlich und so sehen es, denke ich, auch ganz viele aus der Mannschaft. Für uns ist ein Abenteuer, hier zu spielen in der Regionalliga. Für uns ist es schön und ich genieße jedes Spiel. Und wenn am Ende Punkte dabei rausspringen, dann bin ich umso glücklicher. Euer nächster Gegner heißt Balingen. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Wir kennen ja unsere Kollegen aus Balingen, letztes Jahr mit uns aus der Oberliga aufgestiegen. Waren immer schöne Spiele, da ging es immer voll zur Sache und da kriegst du nichts geschenkt. Und das wird uns auch erwarten dort. Ein richtig heißer Kampf, richtig gut eingestellte Gegner. Ja, aber ich denke, wir können da auf Augenhöhe mithalten und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Phil, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Sehr gerne, danke schön.